Ja, Freunde, und damit hallo und willkommen zurück bei Vampir. Wir haben ja in der letzten Episode, oder in den letzten, hier wird's laut, diese Braille-Texte gefunden und, ja, hier gibt's ja noch ein bisschen was zu schaffen, zu machen und, ich würde die jetzt erstmal bei Mason vorbeibringen, die ersten beiden Texte. So der Plan. Wenn er denn klappt. Oh. Okay, das irritiert mich etwas, weil ich der Meinung bin, hier hinten schon mal gewesen zu sein. Und das zu verpassen, wäre ja schon ein bisschen was. Ist eigentlich hier drin. Ach so, da würde es hier runtergehen. Ah. Oder gehen wir doch hier unten lang. Klingt, als würde da einer schwimmen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal zu Mason und hoffen, dass wir da noch ein paar Antworten kriegen. Ich weiß halt nicht, ob wir zur vierten Location schon kommen. Beziehungsweise schon können. Müssen wir mal gucken. Eigentlich müssen wir auch eine Nacht pennen wahrscheinlich. Um uns ein bisschen zu entwickeln. Wir haben ja wieder knapp 3000 EP. Und wir kriegen ja jetzt bestimmt noch ein paar, wenn wir ihn... Und die Musik setzte sehr laut ein. Wir kriegen ja bestimmt noch ein paar, wenn wir ihm jetzt den ganzen Strutz vorbeibringen. Und eigentlich wäre ja hier noch diese Wohnung gleich in 170 Metern, wo wir auch noch hinwollen. Aber ich wollte jetzt mit der Story nicht zu weit voranpreschen, weil am Ende ich was verpasse, ne? Das ist immer so das Ding. Am Ende verrasseln wir damit irgendwas. So, mal sehen, ob die Dudes jetzt wieder hier sind oder ob die noch tot sind. Ist interessant, dass überall Lampen sind, ne? Also hier ist erstmal niemand mehr. Und ich weiß halt nicht, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist. Und eigentlich müssten wir jetzt hier unten lang. Aber wir gehen wieder durch den sicheren Bezirk. Denn safe ist es hier unten zumindest nicht. Dass der immer danach aufhört zu rennen, ist echt ziemlich ätzend. Hier rein folgen sie mir ja nicht. Whitechapel ist noch bedenklich. Whitechapel müsste aber, wenn wir jetzt das Ganze... Wo sind die denn da? Wenn wir über Nacht... Cadogan müssten wir eigentlich noch heilen. Weil wir haben ja eigentlich alle, ne? Bis auf Cadogan Bates. Ich weiß aber nicht, wo der gerade ist, ob der noch in seinem kaputten Haus rumschwirrt. Haben wir ja eigentlich alles gemacht, was da jetzt in irgendeiner Form relevant ist. Mason haben wir ja auch was gegeben, dass der sich heilen kann. Ich muss mal kurz in die anderen Bezirke gucken. Hier sind alle gesund. Also hier ist gesund, ne? Super. Gereinigt kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Das ist stabil, weil ja keiner krank ist. Da dürfte eigentlich nichts passieren. Und einen anderen Bezirk haben wir ja noch nicht. Und ich glaube nicht, dass der in unserer gänzlichen Abwesenheit jetzt ins Chaos stürzen kann. Das wäre nicht zumindest ganz schön dreist, wenn das passieren könnte. Das wäre echt mies, weil wer rechnet denn damit, ne? Wo man nicht ist, kann ja auch nichts sein. Irgendwo. Also, aus der Logik eines Spiels betrachtet, ne? Ist klar. Die sind hier noch tot. Lass uns mal ein. Good evening, Mr. Swan. Mason. Is it you, Dr. Reed? Please come in. You're either brave or a fool. Hm, vielleicht sind wir irgendwie beides. What can I do for you, Doctor? Hm, haben wir hier noch irgendwas? I found another page of the diary. Und dann reden wir mit Loretta. The diary is still not complete. The man who wrote it claims he is a member of some scholarly brotherhood called the St. Paulus Stone. Really? I've heard of them. Very capable scientists. Perhaps the man who wrote this really found a cure. I would need more pages to figure it out, but it's as promising as it is intriguing. Und jetzt haben wir noch was. Here is another page of the diary we were talking about. Ah, now we're talking. Ingredients, dosages, dangers and side effects. This is it. Is the diary complete now? No. The author tested his work in a hidden laboratory. We must find out where it was. Please find me more pages, Doctor. Ich würde glatt behaupten, ich weiß, wo dieses Labor ist. Goodbye, Mr.
Aber wir müssen jetzt erstmal die letzte Seite. How do you see the world these days? Ah, merkwürdig sehe ich diese Welt. It's locked. Was haben wir da jetzt noch rausgezogen? Salicin, okay. Und hier hat er sein kleines für seine Mixture, die er da baut und seine Schwester dann verkauft. Sowohl als auch, wir sind ein mutiger Idiot. So, auf dem Weg zu Loretta. Loretta! Mal schauen. Ob sich da irgendwas ergibt. Ich weiß nicht, ob wir einen neuen Hinweis über sie haben. Aber irgendwas hat er uns ja gesagt über sie. Und da würde mich schon mal interessieren, ob wir da jetzt noch mehr rausfinden können. Aber das ist schon interessant, wie sich die Quests über die verschiedenen Stufen auch von ihm, also von Dr. Reed, erstrecken. Wir sozusagen nicht alles ordentlich durchgehen können, sondern halt... Ah, Schnauze. Sondern halt erst gewisse Vorkehrungen treffen müssen oder eben eine neue Mesmerisierungsstufe haben müssen. Die müsste hier stehen, Loretta. Da ist sie. Good evening, my dear colleague. Die sieht echt ganz schön fesch aus, muss man ja mal so sagen. Nein! Have you any... It seems her dispense... Ach, Mist, Scheiß. Goodbye, Miss Wanra. So, und das letzte wäre ja hier. Das heißt, wir müssen hier durch und dann rechts. Ich glaube, da kommen wir nicht hin, aber wir können mal gucken. Ich glaube wirklich, da kommen wir nicht. So, jetzt müssen wir mal erstmal eine Nacht pennen, ne? I cannot enter. Okay, dann müssen wir halt hier rum. Ah ne, da kommen wir auch nicht lang. Müssen wir den Weg gehen. Mal sehen. Mal sehen, ob das klappt. Bin gespannt. Meine, wir sind jetzt nicht mehr ganz so schwächlich. Wir können... Hallo? Wir können ein bisschen was klatschen. Hoffen wir einfach mal, dass das funktioniert. Eigentlich bräuchte ich Blut. When science fails you, the Swanbro mixture will bla bla irgendwas. It's locked. Haben wir hier schon dahinter geguckt? Nee, oder? Doch, haben wir. Doch, 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 das hatten wir. Da kommen wir ja aber selber nicht hin. Genau, und dann direkt hier rechts jetzt. Naja, wir gucken mal. Wir gucken mal, wo uns das hinführt. Whitechapel Street. Okay, da ist keine Bestie. War so klar. Alter. Dieses Vieh ist echt ziemlich nervig. Vor allem, dass es dann einfach spawnt. Aber was ist das? Was ist es? Das würde mich wirklich mal interessieren. Was ist es? Denn irgendwas muss es ja sein. Und ein Vampir ist es nicht. Eine Skal ist es nicht. I cannot enter. Ah, das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Wir müssen mal die kompletten Docks abklappern. Es kann sein, jetzt von der Seite... Da komme ich ja gar nicht hin. Ach, wartet mal, aber von hier. Aber hier wird zu sein. Ich komme nicht ins West End. Ich komme aktuell nicht ins West End, weil hier ist alles geschlossen. Das wird geschlossen sein. Hier ist geschlossen. Und hier wird geschlossen sein. Aber hier komme ich rein. Wir müssen mal gucken, ob wir da von der Seite irgendwas erreichen können. Ich wurde ein klein wenig gespoilert über einen sehr unfairen... Also, die Information, die ich gekriegt habe, ist...
Du wirst dich noch freuen, da kommt ein Gegner, der echt heavy ist. Okay. Wahrscheinlich werde ich dort 8-mal failen. Und immens ragen. Bräuchte ein paar Ratten. Und dann sind wir auch die Frage, ob wir erstmal pennen sollten, ne? Loot haben wir aktuell nicht wirklich viel. Das wollte ich gar nicht. Okay, die Brücke hier vorne ist das. Na, dann gucken wir einfach mal. Wir gehen einfach mal lang. Okay, der stockt da so vor sich hin. Müssen wir da unten lang? Ja, wir gehen unten lang. Die Brücke da oben dann. Damit, solange das nicht irgendwelche Imba-Viecher sind, ist das ja alles gut, ne? Da stört mich das auch alles nicht. Aber manchmal hat man halt Biester, die sind echt übelst heavy. Poplar Vorberg wieder. Wow! Waren da doch noch ein paar Dudes. Hab ich gar nicht mit gerechnet jetzt mit denen. So, heilen wir uns erstmal. Das Blut kriegen wir schon irgendwie anders zusammen. Hm, aktuell zwar nicht, aber... It's locked. Okay, hier kommen wir auch nicht rein. Welcher Teil ist das? Okay. So much blood. Whoever was killed got dried out. Quarantänebereich. Da ist wieder ein Dings. Ach, hier geht's wieder runter. Ah, okay, das ist der, die Seite des Bereichs. Okay, okay, okay. Und da ist ein neuer Unterschlupf. This is despicable. Ja, wir haben gerade keine andere Wahl. Da könnten wir hin. Und wir können hier hin. Das ist der Unterschlupf. Und das ist eine ziemlich gesprengte Wohnung. Und da geht's irgendwo rein. I cannot enter. Okay. Die eine Tür war ja mit einem Code. Da ist es bestimmt die, wo wir noch rein müssen. Und den Code kriegen wir dann, wenn wir alle Seiten haben. Hier ist irgendwas noch drin. Da kommen wir noch nicht rein, aber in unseren Hideout kommen wir rein. Unseren Safe Spot. Unseren Epilepsie-Unterschlupf. Okay, hier können wir herstellen und alles. Der Vampirclub, neues Sammelobjekt. Glaubt ihr, die Vampire würden in den zwielichtigen Ecken und Schuppen Londons kauern? Nein. Sie verstecken sich in den feinsten Clubs und nobelsten Häusern im West End. Ich weiß genau, dass sie heimlich das Weltreich regieren. Im West End, geil. Sie haben einen Club. Sie sind Personen des öffentlichen Lebens. Sie veranstalten Bälle und ausgefallene Feiern. Sie wollen das Land und unsere Schicksale bestimmen. Wir müssen sie als das enttarnen, was sie sind. Raffgierige Feinde der Menschheit, die in diese Welt kamen, um uns die ewige Finsternis der Hölle zu bringen. Ihr kennt sie, aber ihr traut euch nicht, ihre Namen auszusprechen. Ich werde es tun. Schon bald. Und jedes Kind in London wird den Namen dieses Vampirclubs kennen. Clarence Crossley, melden Sie sich für weitere Informationen direkt bei mir. Ich denke mal, es geht um Azkaban. Es geht um Azkaban. Hi.
It's locked. Ich wusste es. Okay, hier sind wir zumindest ausgestattet. Jetzt gucken wir, ob wir hier noch irgendwas herstellen können. Nein. Schade. Können wir vielleicht meinen... Wo ist er denn? Da. Keine Teile eines guten Griffs. Drei Nieten. Okay. Herstellen können wir ja auch nichts. So, jetzt bin ich mir halt noch unsicher. Was steht hier wieder? Für unser Land, für unsere... Boah. Ob wir jetzt kurz nochmal uns entwickeln oder nicht. Ich sage, wir entwickeln uns. Wir gucken mal, was da passiert. Mehr Heilung, geringere Abklingzeit, Kosten gehen hoch, Kosten weniger Heilung. Warte, wir sind jetzt bei 2,50. Und jetzt, das reduziert die Kosten. Warte mal, jetzt haben wir Kosten von 10. Der wäre bei 15 und hier bei 25. Aber das ist doch Quatsch. Warum sollte man denn das? Du tauschst die sofortige Heilung gegen eine bessere Regeneration. Du gibst mehr Blut, um dich sofort zu heilen. Für wie viel? 2000? Ja, wir sollten vielleicht erstmal... Wir machen noch Körper und Ausdauer, ne? Erhöht mein Blut. Das finde ich erstmal gut. Erhöht deine Ausdauer. Ausdauerbalken ist sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr wichtig. Du kannst jetzt 3 Serer mit dir zahlen. Die Anzahl der Kugeln. Oh. Nein. Das ist echt schade. Was haben wir hier noch? Plus 2, die nehmen wir noch mit. So, mehr Serer kann auch helfen. Und dann beschädigen wir das Ganze mal. Und schlafen eine Nacht. Ich bin gespannt. Das ist jetzt die 5. Nacht oder 6. Nacht oder sowas? Ich weiß gar nicht, so viele Nächte haben wir noch gar nicht gemacht. Oh. Porträt eines trostlosen Heiligen. Wenn Sie je in der Nähe der East End Docks gelebt haben, wissen Sie ganz sicher, wer Sean Patrick Hampton war. Und falls nicht, haben Sie vielleicht von ihm gehört. Sein Name wird in der Hauptstadt immer bekannter und kündet von Hoffnung. Sean ist der bescheidene Gründer von Hamptons Notunterkunft. Eine Einrichtung, die er mit seinen eigenen Händen und Überzeugungen aufbaute. Das Gebäude, ein verlassenes und großzügigerweise von der Familie Dawson gespendetes Lagerhaus, das im Anschluss renoviert und in die heute bekannteste Notunterkunft Londons verwandelt wurde. Unter seinem Dach sind die Armen... Könnt ihr die Musik mal aus sein? Unter seinem Dach sind die Armen und Hungernden willkommen und mit ihnen teilt er sein Essen, seine Fürsorge und seine Gebete. Sean Hampton entstand elenden Verhältnissen, aber die Härten des Lebens schadeten seinem Vertrauen, seinem tiefen Vertrauen in den Herrn zu keiner Zeit. Im Gegenteil, mit den Qualen der Armut erwarb sich dieser gläubige Mann ein feines Einfühlungsvermögen. Seine Nächstenliebe ist in den Docks bekannt. Fast jeder sah Sean beim Anblick eines Kriegsversehrten, eines Waisenkindes oder einer kranken Mutter weinen. So kam er zu seinem Spitznamen, der trostlose Heilige des East End. Sean Hampton genießt so großen Respekt, dass ich nicht scrollen kann. Danke! Genießt so großen Respekt, dass die Leute trotzdem noch Nacht für Nacht in seiner Notunterkunft speisen und schlafen, obwohl der trostlose Heilige sich mit einer mysteriösen Krankheit angesteckt hat, die ihn dazu zwingt, sich viel auszuruhen und seine Mahlzeiten abseits seiner Schäfchen einzunehmen. Abseits. Ja, während die Leute in anderen Teilen Londons Abstand zu gewinnen versuchen, sobald jemand in der Öffentlichkeit hustet, essen und nächtigen Männer und Frauen bereitwillig in Hamptons Notunterkunft, dem sichersten Ort der East End Docks. Ich kann nicht scrollen! Ah! Das Gebäude wirkt schmutzig und der Geruch dort setzt zarten Seelen zu. Keine Ahnung. Die Preise und Waren der Händler in diesem Bezirk könnten sich geändert haben. Ja, geil! War's das? Wir wissen gar nicht, was sich jetzt noch verändert hat. West End.
Also. Die Docks sind gereinigt. Das ist sehr, sehr geil. Ah, Pembroke kriege ich nicht gereinigt. Whitechapel wohl auch eher nicht. Okay, Loretta ist krank, erkältet. Er ist erkältet und sie ist erkältet. Also sind hier alle erkältet. Und hier weiß ich es nicht. Er lebt, was ist denn mit Archer Woodbed? Über den müssen wir noch was rausfinden. Dann gucken wir uns das mal an. Das hat ja jetzt erstmal was gebracht. Wo sind wir? Hier, wir müssen mal zu den Docks. Ein bisschen Blut brauchen wir noch. I have this. Okay. Thirst for blood. Die Rose, die hier hängt, ist natürlich auch heavy. Das ist echt nicht schlecht. Ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Also auch mit dieser Rose dort. Das hat was. Das gibt dem Ganzen so dieses, diesen etwas anderen Charme. Da will ich noch nicht rein. Leute. Ist das dein fucking Ernst? Da knallt er vorher noch den Pfeil raus, dieser alte Sack. Ihr Schweine. Mir so blöd zu kommen oder was? Ich hab da eine Macke. Also wirklich. Ach, ich hätte ja schießen können. Ich vergesse das die ganze Zeit, dass ich ja mal schießen kann. So, das heilt. Zieht natürlich mehr Blut ab, ne? Wissen wir ja. Das heilt jetzt auch für auch deutlich mehr. Oh. Okay. In der Tür gehämmert. Ach, das sind die Dudes oben. Also vielleicht sterben die ja jetzt Nacht für Nacht und bleiben auch weg dann dementsprechend. Aber wir haben jetzt erstmal wieder einen guten Blutwert. Wir sind relativ voll mit allem. Das ist doch erstmal eine schöne Sache. Eine gute Voraussetzung, um jetzt hier weiterzukommen. Wie ich finde. Gucken, jetzt werden hier bestimmt ein paar neue sein, die wir erstmal wieder klatschen müssen. Und dann will ich mal in den Docks gucken, was jetzt dieser Bezirk für mich bereithält an Neuigkeiten.